Ladies and gentlemen, welcome to German Pussy Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell mit German Pussy Gaming. Wir machen wieder genau an dem Ort, an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Also wir bauen hier drüben unser Haus, wie ihr ja gesehen habt. In der letzten Folge mit dem Lukas. Hallo. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, was mit meinem Magen los ist. Du wolltest mir ein Bild schicken. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Denn hier alles noch Waffenhalter. Ja, bin ich gerade dabei. Ja, dann hole ich schon mal. Ah ja, Lehm muss ich machen. Fieber, Lebensmittelvergiftung. Nee, das ist es aber auch nicht. Parasiten? Nee. Doch, sind Parasiten, oder? Ist das eine Zahl daneben? Ist eine kleine? Eins, ja. Ja, dann ist es ein Parasit. Ah, scheiße. Brauche ich wieder so einen roten, ganz, so einen roten Pilz. Mal. Nee, habe ich keinen, leider. Schön, kann ich wieder hier Lagerfeuer. Jetzt muss ich wieder Wasser reinhauen. Ja, ich suche jetzt mal nach Pilzen, weil ich will meinen Parasiten loswerden, ehrlich gesagt. Ah, hier. Nee, es ist aber. Ja, wenn du Richtung, also rechts kopierst. Minus eins Parasiten, jawoll. Okay. Magst du den Lehm mal umrühren, dass du mal siehst, wie es ausschaut? Ja. Warte, ich tu grad Wasser rein, bin gleich fertig. Und dann müssen wir, warte mal, das mache ich am besten gleich mal. Es ist gut, dass wir Wasser gebaut haben. Übrigens, ich habe mir eine Doku angeschaut. Ja. Jetzt weiß ich auch, was diese komische Plantage nennt. Es ist tatsächlich Koks. Das war wichtig. Sieht nämlich 1:1 aus wie der Plantage. Ich habe mich dann voll gefreut. Ich so, hey, cool. Okay. Wo bist denn du? Ich bin beim Lehm. Hä? Wo bist denn du? Beim Lehm. Warum bin ich denn alleine? Ach nee, oder? Mich hat's rausgeschmissen, als du raus bist. Schick mir mal eine Einladung. Oh nein. Oh. Also dieser Bug ist echt komisch. Also. Wann hast du es jetzt gespeichert? Ja, als wir geschlafen haben. Nee, das speichert man nicht. Ja, dann. Keine Ahnung. Scheiße. Es könnte jetzt Kacke sein. Schick mal nochmal eine Einladung, das hat sofort nicht funktioniert. Gut, wir haben jetzt nicht viel neues Zeug, das hat man alles in die Kiste gelegt. Das stimmt, ja. Schickst du nochmal eine? Ja, habe ich. Ich kann, geht. Achso, ich muss wahrscheinlich erst aus dem anderen Spiel raus, kann das sein? Ja. Toll. Ja, Freunde, dann machen wir einen kurzen Cut. Jetzt kannst du nochmal eine Einladung schicken. Wir fangen nochmal von neu an. Wie ich sagen, oder? Wieso denn? Das war so eine schöne Anmod. Jetzt hat? Ja, warte. Nee, es funktioniert nicht. Also ich krieg zwar die Einladung, aber ich kann da nicht draufgehen auf die Einladung. Wenn du bei mir beitreten drückst? Ach so, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich sehe dich nicht. Bist du... Ja. Upsi. Hast du voll traurig auf dein Profil geguckt, weil ich so gucken wollte, was wir für gemeinsame Spiele haben. Und da habe ich so gesehen, dass du das letzte Mal vor 7 Tagen online warst. Und dachte ich mir, oh nein, der Max hat 7 Tage lang nicht gezockt. Jetzt muss ich das Spiel nochmal neu aufmachen. Schick mal jetzt nochmal eine Einladung. Ja, warte. Ivy. Jetzt geht's. Jetzt muss halt das Spiel komplett neu starten. Naja. Dum 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 dum. Wir müssen echt nach jeder Aufnahme speichern. Ja. Und auch währenddessen öfter. Ja. Weil das ist irgendwie so ein Bug, also das verstehe ich nicht, warum es mich da raushaut. Also, und warum, vor allem, wenn ich dann hier nicht fortsetzen gehe, dann bin ich in meiner eigenen Sitzung alleine, aber mit unserem Zeug, alles, was wir gebaut haben. Das verstehe ich auch nicht. Also, das
Das ist voll unlogisch. Ja. Mann, es regnet die ganze Zeit. Ach, im Spiel meinst du? Ja. Oh, die Grafik wieder hochgestellt und schon die ekel so eklig aus. So, bin wieder da. Yay. So. Okay, also immerhin. Ah, ich muss wieder schlafen. Das heißt, es hat jetzt zurückgesetzt auf. Ja. Auf das, auf mein Inventar, was ich am Anfang. Magst du ein Leben noch schnell mischen? Ja. Das heißt, mein Inventar zurückgesetzt, wie. Bei Anfang der Aufnahme, bei der letzten. Ja. Dachte ich mir fast. Ich schlafe jetzt erstmal, weil ich bin völlig ausgepowert. Okay. Ich muss auch schlafen, weil aber wir dürfen nicht gleichzeitig schlafen, weil Ja, sonst ist die Zeit vorbei weg, ja. Ja, Freunde, ihr seht, ich war mal wieder sehr müde. Kann man nichts machen, da muss man sich halt hinlegen. ja. Mal das Feuer auffüllen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das. Ah, scheiße, die Fische hatte ich noch im Inventar. Aber das weiß ich nicht, ob. Naja, ist wurscht, die sind wahrscheinlich jetzt schon wieder da. Es ist auch viel Ja. in der Lagerkiste. Oh, jetzt habe ich aber lang geschlafen. Respawn-Punkt aktualisiert und jetzt speichere ich gleich noch. Ja, Ja. wobei, jetzt ist ja wurscht, jetzt habe ich ja eh schon wieder alles. Verloren. Jo. Lehm hast du gemacht, gell? Nee, Ah, doch, doch. habe ich ja. Können wir jetzt die Lehmziegel schon einsetzen? Wie viel braucht man? Noch vier. Kann man da auch mehrere tragen? Nee. Dann brauche ich noch einen, diesen Holzscheit. N. Oh, ich muss mich dann waschen. Aber das ist wahrscheinlich relativ normal nach dem Leben. Ja. Schau mir auch so. Weil das ewige Hin- und Herlaufen. Wir hätten die Lehmfabrik da ein bisschen näher ranbauen müssen, hä? Ja, ist ja immer nicht bewusst. Das stimmt. Wie sieht's an der Platsch, Platsch. Ja. Wie fett die Ziegel sind. Eine Wand müsste fertig sein, oder? Einer fehlt noch. Ja, genau, aber dann kannst du mal ein Lehm machen, wenn du willst. Yo. Ah, jetzt ist hier wieder ein. Was? So. Rüttelt hier? Ja. Sieht irgendwie nicht so schön aus, die Wand, muss ich sagen. Echt? Leute, schaut's euch an. Das ist die Kacke, oder wie? Ästhetisch nicht so wertvoll, aber egal. So, erstmal waschen. Nochmal waschen. So, und dann gehe ich darüber und mache Lehm nehmen. Wollen wir in der Aufnahme auch ein bisschen erkunden oder nur bauen? Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen, gell? Boah. Lagerfeuerasche. Ja. Hast du die? Ich nehme mal den Pfauenbarsch raus. Weiß ich nicht, gibt's, kann ich das aus dem. Nee, erst wenn das Lagerfeuer kaputt geht, quasi, Ach macht man so. das. Ich meine, Nee. hab ich noch eine? Ah, ich habe noch eine. Okay, weil ich habe nämlich keine. Oh ne, ich habe auch keine mehr. Ne, ich hätte jetzt noch welche. Ne. Dann müssen wir ein Lagerfeuer bauen, ein normales, oder? Ja, oder warten, bis es hier halt ausgeht. Das dauert ja ewig noch, oder? Warte mal, ich mach mal kurz.
Tagebuch. Kannst du also auch eins bauen, aber es dauert auch lang, bis es halt aus ist. Ich meine, die Hälfte von unserem ist schon leer. Wenn du jetzt ein neues baust, ist es wieder ganz voll. Ja, aber dann haben wir auf alle Fälle beim nächsten nochmal eins. Hier ist ja eh eine Feuerstelle, da stelle ich es doch rein einfach. Okay. Oh. Ja, liegt hier dabei. Ah, hier liegt ja noch Lagerfeuerasche in dem Lagerfeuer. In der Feuerstelle, ja, lag noch einmal Lagerfeuerasche. Aber mir vorher nicht. So, und jetzt Wasser. Es wird dunkel. Ah, die ganzen Stöcke sind weg jetzt. Voll. Wie kann ich denn diesen Kokosnussbidon, der auffüllen? Leer ist, auffüllen, ja? Einfach, geh mal zum Wasser ran. Ja, bin ich. Und dann ziehst du ihn einfach da rein. Ja, liegt da jetzt drin, da steht er immer noch leer. Nein, da gibt es dann so einen Kreis wie beim Feuer. Vielleicht ein Stück ins Wasser reingehen. Ah, jetzt hat's, okay. Aber die Waschenanimation sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob die neu ist, aber es sieht irgendwie cool aus. Butter? What waschen? Ich wasche mich nicht. Und hast du es dein Leben gemacht? Ja, ich bin gerade dabei, ich muss noch Wasser auffüllen. Bin nicht so schnell. Alter, geht schon der fette Mond auf. Benutzen. Ich sehe fast gar nichts mehr, weil Aufnahmelicht und so. Ja, wir können auch gleich schlafen. Ja, boah. Aber wenn wir schlafen, ist halt wieder mitten in der Nacht. Ja, das ist halt das Problem. Also Leben hätten wir wieder, gell? Sehr gut. Ich wasche mir nur noch schnell die Pfötchen. Und dann gibt es noch ein Abendessen, würde ich sagen. Ja, ich brauche noch ein Abendessen. Die Wand schaut aus wie hingekackt und hingeschissen. Ja, aber halt echt. Hier. Warum fehlen uns denn so viele Fette? Weil im Spiel gibt es keine Fette. Was du laberst. Was schon laberst, da gibt es nur Schlanke und Ranke. Passiert eigentlich, wenn ich so ein Tabakblatt esse? Geht gar nicht, schade. Guck mal, das darf ich jetzt sagen. Oh nein. Was denn? Ach, hier kann man nicht weiterbauen, oder was? Ja, da steht Platz schaffen. Aber wie? Voll. Ah, nach hinten könnte man weiterbauen. Voll. Ja, oder du baust hier noch hin. Da ging es nämlich auch noch, hier. Ja, da ist ja die Rampe schon. Ja, aber das hat es zumindest noch so angezeigt, dass es geht. Ja, dann haben wir die Rampe im Haus. Dieses Gürteltier. Machen wir lieber nach hinten weiter einfach. Was leuchtet denn da vorne so grün? Leuchten die Pilze in der Nacht? Ja, manche Pilze leuchten. So, kann man jetzt hier ein Dach bauen? Wand. Kann man das hier wenigstens machen? Ja, das kann. Habe ich das Gürteltier schon wieder getroffen, aber die heilen sich ja auch, oder? Da muss man dem ewig hinterherrennen. Ja. Ich höre schon wieder so viel Musik. Das ist nicht gut. I think so. Kann man da jetzt einfach eigentlich das Dach draufsetzen? Lehmdach. Dann machen wir doch hier eine Aussparung rein, weil dann kann man hier noch einen zweiten Stock hinbauen. Ja, ich fange mal hier nicht mit den Schalten an. Ein Lehmdach geht, aber ein Lehmdach mit Aussparung geht nicht. Wieso geht das nicht? Keine Ahnung. Leg den Kokosnuss. Oh Manu. Manometer, Felix Peter. Hä, wo findest du eigentlich diese ganzen. Ach hier, Rahmen. Ja. Also das ist halt das Ätzende in dem Spiel. Es dauert so lange, bis man da was gebaut hat mal. Das ist ein Mini-Haus jetzt. Dann mache ich doch einfach hier. Max, guck mal. Aber warte mal, wenn du es mit dem Balkon
Nee, das geht auch nicht. Balkon? Ja, ich überlege nicht, glaube ich, Hier gibt es einen Balkon, das ist neu. Ja, wie man da vorne dann. Ja, guck mal. Ja, wenn wir hier vorne dann Balkon drauf machen. So, diese Hütte. Das geht nicht. Hä, es ging gerade. Es ging vor 5 Minuten ging's. Ja, aber wenn wir hier oben einfach. Warte mal. Der zweite Stock halt einfach höher. Dann machen wir einen Balkon oben hin. Ja, genau, so. Ja. Hier auch. Also unten der Eingangsbereich und dann geht's dann nach oben. Gibt's eine Leiter oder so? Eine Treppe? Ja, Leiter gibt's. Treppe weiß ich nicht. Leiter, Bambusleiter und was anderes gibt's nicht. Wenn wir mal das Leben damit aussparen. Ja, vielleicht muss das Ding aber auch fertig gebaut sein dafür oder so. Ja, fertig gebaut. Oder die Leiter meinst du, fertig gebaut? Nee, ich denke mal, ja. Oh, ich werde schwächer, ich muss schlafen. Okay. Ins Bett? Ja, geh mal ins Bett. Wo komm mit, Schatz, geh mal schlafen. Für heute reicht's. Genug gewerkelt. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, bis um 6 Uhr früh, perfekt. Ja, schau, eigentlich mal früh aufstehen hier. Senile Bettflucht und so. Oh, I'm thirsty. Du hast Feuer nicht fertig gebaut. Ja, das bin ich ja irgendwie nicht dazugekommen. Aber jetzt ist das andere ausgegangen. Die Lagerfeuerasche. Hast du die genommen? Ja. Gut. Machen wir jetzt hier aber Fenster rein. Warum ist denn die Kohle eigentlich in der Essenskiste? Naja, ist egal. Ist wurscht. Ja, weil wir es nicht unsortiert hatten. Ich weiß nicht, was man mit den leeren Dosen macht, aber ich stelle die jetzt auch mal in die Essenskiste. Vielleicht kann man damit irgendwas kochen oder so. Keine Ahnung. Dem Dach. Ja, dann müssen wir jetzt die ganze Zeit Bambus holen von drüben. Ja, und irgendwie brauchen wir, weiß ich nicht, was zu essen. Achso, kein Fisch mehr da. Weiß ich nicht, müssen wir mal. Also, wir müssen jetzt erstmal das Feuer. Ist da auch essen drin. Ja, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt gerade einen Fisch aus der Küste und da ist jetzt noch die Languste drin. Upsa. Aber mir fehlen jetzt das Gelbe und das Grüne, fehlt mir jetzt. Beides. Gelb sind Bananen zum Beispiel. Das Grüne ist Fett. Da kannst du Nüsse, die im Boden liegen. Ach so. Dann muss ich mal gucken, ob ich da was finde. So. Hier mal ein neues Feuer. Ja, dann gehen wir doch mal eine kleine Essen- und Stockholtour. Ich würde gerne mal da hinten hochgehen. Wo bist du hin? Ich bin hier gerade. Warte, ich wollte bloß Stöcke sammeln, um das Lagerfeuer wieder anzumachen. Ach so, dann gehen wir noch ein Stück. Was Feuer jetzt sonst an ist. So, ja, okay. Warte mal, den langen Stock können wir gleich in den tollen Halter tun. Ich hab schon einen rein. Ah ja, ich habe auch einen gefunden. Hier sind Bananen, Max. Wo? Was? Wieso sehe ich denn sowas nicht? Wenn du blind bist? Danke. Bist so liebenswürdig. Du meinst liebenswert. Okay, jetzt brauche ich bloß noch Fette. Ja, dann holen wir uns noch eine Fette. Okay, holen wir uns eine Fette. Hier liegt auch schon wieder ein langer Stock. Zwei. Dann ganz viele. Ja, hier liegen auch Lianen. Brauche ich nämlich auch mal wieder. Wir wollten und da ist so ein Blatt, wo ich mal Verband rausmachen kann. Geil. Ich glaube, zu viel bauen ist vielleicht für die Leute in der Folge. Ja. Dann, langweilig. Uffi. Uffi? Uffi. Auf dem Berg und over mit die Ski. Was? Ein in die Hütten. Wo wolltest du hinlaufen? Außer mit die Wadel und ein. Nein, in Jagertee.
Alter, das ist schön. Was? Ich bin bereit loszulaufen. Ja, ich auch gleich. Ich mache schnell noch die Verbände. Ich habe so viel Verbandsblätter im Inventar. Okay. Kannst dich jetzt 1000 Mal verletzen von mir aus. So. Jetzt habe ich noch irgendwo einen Bandwurm, wollte ich gerade sagen. Ein Egel. Ein Esel. Und dann nehmen wir hier noch die Tomaten mit und dann können wir los. Hast du die nicht gesehen, die Früchte hier? Doch, die habe ich aufgesammelt bei mir. Ah ja, cool. Sie doppelt. Ja, anscheinend. Ah, oh, in Richtung Sonne. Ist das schön. Ist das schön. Das ist ein Träumchen. Jan mitnehmen. Stock mitnehmen. Klickt hier unbekannte Nuss, das ist doch schon mal was. Die ist gut, die bringt Fette. Muss ich die sammeln, bevor ich sie esse? Nö. Direkt eine hauen in Fressen. Nein, in Boppen. Okay, jetzt habe ich die Hälfte Fette voll. Naja, die Fette ist schwer. Tierexkremente. Unter welchen Pflanzen liegen jetzt die Nüsse nochmal? Wo bist denn du eigentlich? Ach, da. Oh, was sind das hier für schöne Blümchen? Schön, gell? Bring aber nichts. Schau mal, da vorne ist eine Klapperschlange. Soll ich sie erschießen mit meinem Bogen? Bin schon dabei. Das ist schwer, gut gemacht. Ist sie tot? Ja. Südamerikanische Klapperschlange. Lecker. Oh, ich muss mich untersuchen, ja. Der ab schon. Ja, das war's aber noch nicht. Alter, mal still. Jetzt hat's. Ja, danke. Ja, passt. Super. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Ich baue irgendwann mal wieder Pfeile. Ich benutze jetzt, glaube ich, schon die Stammespfeile. Ja. Ja, kannst du ja benutzen. Ja, ja, aber irgendwann muss ich halt mal neue machen. Da unter den Dingern liegen die immer, die Nüsse. Aber hier nicht. Hier auch nicht. Lianen. Lianen brauche ich auch. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Für was? Für Lianen. Ah ja, cool. Oder? Ja, nee. Da geht nichts mehr. Ah ja, ich bin auch voll mit Lianen. Hey, ich bin den matschigen Weg noch nie in die andere Richtung gelaufen. Du lässt aber auch immer alle Pilze liegen. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nie was zu essen haben, Bub. Ja, Pilze. Ja, das bringt auch... Bringt vor allem oft geistige Gesundheit. Das ist auch so nervig. Was passiert eigentlich, wenn man diesen Pilz hier isst? Wo bist du aus? Mach ich jetzt echt. Keine Ahnung. So, welcher ist es? Der da. Oh, 3 Lebensmittelvergiftung. Scheiß. Oh, Ja, ich weiß. Was mache ich gegen Lebensmittelvergiftung? Was mache ich gegen Lebensmittelvergiftung? Guck im Buch nach. Weiß es auch nicht. Lebensmittelvergiftung. Eine von Pflanzen mit natürlichen Anti-Lebensmittelvergiftungseigenschaften. Super, toll. Vor allem, du musst jetzt sehen, dass du wahnsinnig schnell Hunger kriegst und wahnsinnig schnell Durst, deswegen müssen wir zurückgehen. Und zwar durstet der Bub. Verhungert und so. Ein Ager. Weißt du, ja, wo es heimgeht, oder? Ja, warte, ich kotz gerade wieder. Wo bist du denn? Immer noch da, wo du mich gerade zurückgelassen hast. Ich laufe jetzt gerade den Spuren wieder lang. Nach. In die falsche Richtung. Was? Ja, du müsstest mich ja sehen jetzt. Andere Richtung laufen. Hä? Aber mal zurück. Ja, ich sehe dich schon. Okay. Welche Richtung müssen wir? Hier, am Fluss entlang. Achso. Auf Berg und Ober mit die Ski. Toll, danke für den Obermax. Oh, I'm thirsty. Ja, sag ich doch. Hast du was zum Trinken dabei? Nö. Wir sind ja gleich daheim. Ja.
Kotz dir aus. Na, bis jetzt muss ich nur nochmal kotzen. Aber ich weiß auch nicht, welche Pflanzen dagegen helfen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ein paar daheim, muss ich gucken. Irgendwelche Kräuter, oder? Ja. Schau mal, dass ich dir einen Tee mache gleich. Das Gute ist, dass ich noch relativ viel Ausdauer habe. Also ich habe noch meinen ganzen Balken eigentlich, Ausdauer und Leben, ja, und Energie. Ja, schon geschlafen haben. Ja. Hoffentlich stirbst du nicht. Ah, Quatsch. Und so ein bisschen. Es sind schon nur noch 2 von 3. Ach, also ja. Eine ist schon weggegangen von der Lebensmittelvergiftung. Ja, dann. Trink jetzt mal schön was. Das mache ich. Schau, was ich in meiner Giftküche so alles hab. Der muss raus. Ah. Weißt du, was hilft? Nee. Guck mal. Probier mal, das zu essen. Was denn? Wo denn? Ja, wo ist denn? Ja, das hier. Meinst du, dass das hilft? Kohle hätte ich nämlich selber auch gehabt. Und? Ah ja, stimmt. War ja nochmal eine. Ja. Aktivkohle und so. Aber geistige Gesundheit minus 5. Ja, dann machen wir jetzt ein Feuer und dann kriegst du wieder plus 5. Ja, was ist diese Uhr, die Armbanduhr? Dass da irgendwas nicht stimmt auf deiner Uhr. Schau mal auf deine Uhr. Ja, ich habe halt wieder Hunger. Hast du noch ein paar Stöcke? Ja, bestimmt. Wo ist er hin? Alles gut. Warte. Ich mach schon an. Okay. Dann schau ich schon mal, wo ist denn mein Ding? Ein Feuerbrett, ja, das hast du doch für die Kiste verwendet. Ja, aber ich habe doch so einen Anzünder-Dingsbums. Das habe ich nicht verwendet. Das ist doch fertig gewesen eigentlich. Achso, stimmt, ich habe auch keins mehr. Mach mal einen Handbohrer. Ich habe einen Feuerwehreinsatz. Kommt die Sirene. Ja. Ich unterbreche die Ding und du kannst rausgehen. Kannst auch schnell abmoderieren. Ja, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Der Lukas erzählt noch. Ah ja, mach mal. Ciao. Ich muss weg. Ciao.